Ja, herzlich willkommen beim Marcells EDC-Blog. Heute möchte ich mit euch sprechen über den gestrigen Tag und die Ereignisse, die sich in der deutschen Politik, ja, ereignet haben. Gestern Abend wurde bekannt gegeben, auf welche Gesetzesänderungen sich die Regierung, die Legislative geeinigt hat. Und ja, da möchten wir drüber reden, was das konkret heißt und wie es weitergeht. Dazu dann mehr nach dem Intro. Doppelt hält besser. Ich habe natürlich das ganze Video schon mal aufgenommen und das Mikro ist abgestürzt. Und deswegen habe ich über die Hälfte, ja, einfach keinen Ton. Also nochmal von ganz von vorne. Warum ich denke, dass es sich bei der Maßnahme zur Messergewalt einfach um eine Maßnahme handelt, die eher was mit, ja, also anders, die nichts mit Prävention zu tun hat. Denn es gibt keinen wirklichen Schutz, sondern es suggeriert ausschließlich der Gesellschaft, wir haben etwas getan. Das heißt, es handelt sich um sogenannte Symbolpolitik. Und das war's. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen eigentlich. Sollte man meinen. Aber dem ist natürlich nicht so. Denn es gibt gewisse Forderungen, die jetzt hier ganz klar im Raum stehen, wie zum Beispiel das Verbot von Springmessern. Für mich ganz klare Symbolpolitik, weil kein Straftäter ist der Meinung, boah, ich muss mir jetzt ein Springmesser holen, damit ich jemanden verletzen kann. Das interessiert ihn nicht. Im Übrigen, Straftäter interessieren sich generell nicht für Gesetze, deswegen ist eine Gesetzesänderung meiner Ansicht nach Schwachsinn. Ja, wir müssen also aktiv was dagegen tun. Ja, und zwar Gefährder herausfinden und Gefährder weg, raus. Dabei hat das nicht mal was mit Rassismus zu tun oder sonst irgendwas, sondern einfach Menschen, die sich nicht integrieren möchten, die sollen bitte gehen. Punkt. Ich habe nichts gegen Ausländer. Ich unterscheide Menschen seit jeher in Arschloch und Nicht-Arschloch. Und da fahre ich ziemlich gut mit. Und auch ich mag dieses Schubladendenken nicht. Ja? Denn auch wir lassen uns gerade nicht in eine Schublade stecken. Denn es heißt, alle Menschen, die, jetzt hängt mein Taschenmesser da, mit einem Taschenmesser rumrennen, sind Straftäter. Und wir wollten uns nicht denunzieren lassen. Jetzt heißt es, alle, die mit dem Springmesser, sind Straftäter und deswegen müssen die abgegeben werden. Es wird also das Volk denunziert, um ein Gefühl von Sicherheit zu suggerieren, welches nicht wirklich entsteht, sondern tatsächlich nur objektiv, also von außen sichtbar. Und das finde ich ziemlich schade. Nichtsdestotrotz würde ich das Ganze als kleinen Sieg verbuchen. Denn es war nicht mehr die Rede von 6 cm Klingenlänge für alle Messer, sondern es waren verschiedene Themen Anbach. Eins davon war Verbot aller Springmesser. Da wird sich dann noch herausstellen, was genau in dem Gesetzesentwurf steht. Denn zählen da zum Beispiel die Rescue-UTF-Messer zu, die auch Springmesser sind? Oder sind die ausgenommen? Weiß ich nicht. Müssen wir erstmal warten.
Wenn der Gesetzesentwurf draußen ist, werden wir natürlich auch hier auf dem Kanal darüber gucken. Sei herzlich eingeladen, jetzt diesen Kanal zu abonnieren. Die andere Möglichkeit, die existiert, ist, es bleibt so, wie es ist, und es werden nur, in Anführungsstrichen, nur die vollautomatischen Messer, sprich die Kalaschnikow-Reihe zum Beispiel, wird als verbotene Waffe eingestuft. In dem Falle wird der Staat euch, alle Sammler da draußen, es tut mir von Herzen leid, enteignen. Aber bitte vergesst dabei nicht, dass dies nicht ohne einen Gegenwert stattfinden darf. Guckt ins Grundgesetz. Eine Enteignung kann nicht einfach so stattfinden. Das ist wichtig. Macht euch schlau über eure Rechte. Wir werden letztlich einfach abwarten müssen, was die Menschen da jetzt in diesen Gesetzesentwurf schreiben. Aber wir dürfen zumindest unsere ganz normalen 42A-konformen Taschenmesser bisher erstmal weiter nutzen. Für uns ändert sich auch gar nicht so viel. Wisst ihr warum? Weil die das hier als Sieg feiern, was keiner ist. Denn sie verbieten Sachen, die schon verboten sind. Es soll ein umfassendes Messerverbot geben für öffentliche Veranstaltungen. Jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Das gibt's schon. Steht nämlich im Paragraph 42 Waffengesetz. Es soll im Nah- und Fernverkehr ein umfassendes Messerverbot geben. Auch hier erzähle ich euch ein Geheimnis. Das gibt es schon. Warum? Ist doch gar nicht verboten. Naja, schaut mal in die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Unternehmen, der juristischen Personen, die euch befördern. Wer war denn das letzte Mal im Kino? Hattet ihr ein Taschenmesser mit? Ist nicht erlaubt. Guck mal, UCI, die großen, Cinemax. Lest euch mal die AGBs durch. Ihr dürft keine gefährlichen Gegenstände mit zur Vorstellung nehmen. Das nennt sich Hausrecht und ist schon im Privatrecht verankert. Denn es gibt zwei Rechtsgebiete in Deutschland, das öffentliche Recht und das Privatrecht. Und ja, und das hat Nancy Faeser selbst sich zugestanden. Es wird keine ausreichenden Kontrollen geben. Beziehungsweise, sie hat gesagt, ein Verbot braucht mehr Kontrollen. Und um diese Kontrollen zu gewährleisten, möchte sie gerne die Länder mit weiteren Befugnissen, die Polizei, die Exekutive mit weiteren Befugnissen ausstatten. Und zwar möchte sie verdachtsunabhängige Kontrollen. Die Frage, die ich mir da stelle, ist das verfassungskonform? Denn ich habe Rechte. Ich habe mein Persönlichkeitsrecht, ich habe mein Freiheitsrecht, ich habe mein Recht auf Meinungsfreiheit, ich habe ein Recht darauf, vor dem Gesetz gleich behandelt zu werden, ich habe sehr, sehr viele Rechte. Und das Grundgesetz, unsere Verfassung, ist in allererster Linie nach herrschender Rechtsmeinung das Abwehrrecht gegen staatliche Willkür. Und wenn es erlaubt wird, Menschen ohne Verdacht zu kontrollieren, dann kommen wir in diese Willkür rein. Und das ist für mich ganz klar verfassungswidrig. Wir werden also sehen, wo das Ganze hinführt und was es letztlich gibt und was im Gesetzesentwurf steht. Nichtsdestotrotz ändert sich nichts. Zumindest für die Leute, die erstmal viel Auto fahren. Denn Bahnhöfe, Flughäfen,
Und auch die ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, und ÖPFV, öffentlicher Personenfernverkehr, haben diese ganzen Regeln schon in ihrem Hausrecht. Und ha! Ihr seht ja, was es gebracht hat. Siehe Niedersachsen. Bringt nichts. Wisst ihr auch warum? Straftäter halten sich nicht an Recht und Gesetz. Ich erzähle euch was. Es ist nicht nur die Tatsache, dass jetzt Sachen verboten werden sollen, Symbolpolitik, die schon verboten sind, § 42, Waffen, gefährliche Gegenstände bei Veranstaltungen, sondern es geht noch weiter. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es ist unter Strafe gestellt, Menschen zu verletzen. Ja, 223, 224, 226, StGB. Gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung. In dem Falle mit dem Messer, dann gefährliche Körperverletzung, weil Tatmittel, ja, oder schwere, je nachdem, welche Folgen. Aber, naja, wir lassen uns mal überraschen. Denn das Motiv steht dahinter und nicht das Messer ist das Problem, nicht das Tatmittel ist das Problem, sondern der Mensch, der dieses Mittel benutzt, ist das Problem. Und wenn unsere Politiker irgendwann verstehen, dass das das Problem ist, dann wird es in Deutschland vielleicht auch irgendwann bergauf gehen. Jetzt gerade ist es so, dass wieder rechtschaffende Bürger denunziert werden. Es müssen Sammlungen von mehreren Tausenden Euros aufgelöst werden, weil es verbotene Waffen werden. Wir müssen uns eventuell entgegen unserer Grundrechte einfach kontrollieren lassen, ohne Verdachtsmoment. Staatliche Willkür. Alles Sachen, die hoffentlich die Judikative, unser Bundesjustizministerium, beim Prüfen des Gesetzesentwurfs berücksichtigt. Denn, hey, nur nice to know. Die komplette Gewaltenaufteilung, die horizontale Gewaltenaufteilung in Judikative, Legislative und Exekutive ist verpflichtet, unsere Rechte unter allen Umständen zu wahren. Die Menschenwürde zu schützen ist das oberste Gebot. Und es gibt nicht umsonst eine sogenannte Ewigkeitsklausel. Ne? Unabänderbare Verfassungsgrundlagen. In diesem Sinne, lassen wir uns überraschen, was das Ganze bringt. Ändern tut sich erstmal nichts, bis auf dieses ominöse Springmesserverbot. Wobei sich da auch noch zeigen wird, welche davon betroffen sind und welche nicht. Und ja, wenn dieser kleine Talk gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Da noch ein Video, da noch ein Video. Ich bin raus. Haut rein. Ciao.